Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Mod-Vorstellungsvideo in Jurassic World Evolution 2. Und heute schauen wir uns eine Mod an, die realistische Texturen in das Spiel bringt. Und zwar einmal für dieses Biom hier, das ist Isla Sorna. Das ist das Tropenbiom. Und für das Wüstenbiom, da schauen wir nachher auch noch vorbei. Aber die erste neue Textur könnt ihr hier schon sehen. Nämlich ist das dieser Weg. Und wo wir gerade bei Wegen sind, können wir auch mal kurz damit anfangen. Es gibt nämlich drei neue Wege. Da haben wir bei dem Luxusweg, ich mache mal eben das hier aus, haben wir diesen coolen roten Steinweg, den ich super finde. Sehr hochauflösend und hat eine echt coole Farbe. Und den gibt es dann natürlich auch wieder in allen Größen. Also man kann den dann auch in kleiner einzeichnen, wenn man das möchte. Und auch hier Mittel gibt es auch. Mache ich mal einfach so. Und dann machen wir hier mal zurück. Und dann gibt es als nächstes auch noch diesen Weg hier. Das ist so ein, ich glaube Strandweg oder so wurde der genannt. So ein sehr, sehr helles Holz. Kann man dann natürlich gut für so eine Strandpromenade zum Beispiel benutzen. Sieht auch echt schön aus. So ganz helle Holzbretter, fast weiß schon. Weiß-grau. Auch ein guter Kontrast zu dem roten Weg. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Weg, nämlich hier bei dem Dirtweg. Den finde ich auch richtig gut. Ich nehme den mal hier einfach weiter. Ich finde das alles hier ein bisschen wild. Ja, das sind so ganz kleine Steine und so ein bisschen ründlich wurden die, wie nennt man das dann, gepflastert, ne? Sieht auch echt cool aus. So ein bisschen rötlich ist da drin, ein bisschen grau. Also farblich so eine kleine Mischung aus den beiden. Wobei das eher in Richtung Weiß-Grau geht. Aber ich finde die Form super und ich finde es auch cool, dass es wieder so hochauflösend ist. Kann ich mir richtig cool vorstellen für so einen Plaza von einem Park. Dann in die Mitte irgendwie ein Springbrunnen oder sowas. Das sieht schon nice aus. Der ist ein bisschen groß. Der ist auch ein bisschen groß, aber ist egal. Nehmen wir den hier. Ja, der passt besser. Aber ist schon nicht schlecht, ne? Finde ich super, die drei neuen Wege. Aber sind, ja, überschreiben die alten Wege. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass die neu hinzukommen, leider. Aber ihr habt ja gerade gesehen, welche Wege damit überschrieben werden. Und was auch geändert wurde, ist diese Bodenplatte von den Gebäuden. Die wurde auch geändert. Die war ja sonst immer so ein helles Grau. Jetzt sind das auch so Steine. Finde ich auch schick. Sieht ein bisschen edler aus und passt auch sehr gut zu den Wegen hier. Das sieht natürlich noch ein bisschen doof aus mit dem Grau, aber das könnte man dann halt easy auch noch natürlich hier überdecken, wenn man das möchte. Und dann sieht auch das besser aus. So, das sind schon mal die drei neuen Wege. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, es haben sich auch die Bodentexturen geändert. Unter anderem hier das Gras. Das ist jetzt so ein bisschen gelblicher, würde ich sagen. Sieht so ein bisschen mehr nach Sumpf aus. Fügt sich aber super in die Landschaft. Also wenn man so rauszoomt, das sieht schon schick aus. Und auch die Dirt-Textur wurde angepasst. Die ist, glaube ich, ein bisschen heller geworden. Die war, glaube ich, vorher ein bisschen so dunkelbräunlich. Finde ich aber auch super. Also wenn ich so rauszoome, könnt ihr es, glaube ich, schon ganz gut sehen. Man kann das dann ja auch so miteinander vermengen. Dann entsteht hier sowas. Also wenn man Gras und dieses Helle mischt. Das sieht schon cool aus. Ich finde halt immer krass, was das für einen Unterschied macht, andere Texturen zu haben. Das Spiel sieht einfach nach einem anderen Game aus. Und hier können wir sogar auch schon eine Textur sehen, nämlich die Sandtextur. Die war vorher so richtig strahlend hell, weiß schon fast, so weiß-gelblich. Jetzt ist die ein bisschen sandiger geworden von der Farbe, so ein bisschen dunkler. Finde ich aber besser. Aber ich kann euch das hier auch nochmal einzeichnen alles. Also das Gras haben wir hier ja schon. Dann haben wir hier den Fels, der wurde auch ein bisschen angepasst. Sieht auch nice aus. Aber die Textur ist ungefähr gleich geblieben, glaube ich. Den Sand habe ich euch gerade schon gezeigt. Der ist ein bisschen dunkler geworden. Das ist jetzt hier der Sand am Strand. Dann haben wir die Dirt-Textur. Das ist diese hier. Die finde ich auch richtig gut. Kann man dann, wie gesagt, auch gut hier mit dem Gras mischen, wenn man da die Intensität ein bisschen runterstellt. Dann kann man da wirklich schöne Landschaften mitmachen. Und als nächstes haben wir hier mit meiner Favoritentextur. Mach die extra mal ein bisschen größer.
Das ist nämlich eine Textur mit Pfützen drin. Seht ihr das hier? Ist so Wasser. Das Wasser ist auch so ein bisschen random generiert. Also selbst wenn man eine große Fläche einzeichnet, wenn ich das andere jetzt mal wegmache, sieht das sehr, sehr gut aus. Also teilweise wiederholt sich das. Also das hier zum Beispiel sieht man hier auch. Aber das ist dann auch so ein bisschen gedreht. Und dadurch fällt es gar nicht auf. Finde ich auch richtig schick. Die kann man dann super nehmen in so eine Sumpflandschaft oder sowas. Und zu guter Letzt haben wir nochmal eine andere Felstextur. Die sieht so ein bisschen kieseliger aus, würde ich sagen. Die sind so ein bisschen, ja, kieseliger ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber damit ist gemeint, dass man hier so mehr einzelne Steine drin sieht in der Textur. Also wenn ihr mal zum Vergleich hier guckt, das ist so ein bisschen glatter und hier sind so einzelne Steine drin. Und passend dazu wurden auch die Felsen angepasst, die Tropenfelsen, dass die farblich zu dem Untergrund hier passen. Die Form ist, glaube ich, gleich geblieben, da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Und ich hatte ja auch schon zu Anfang gesagt, dass auch die Wüstentexturen angepasst wurden. Wir sind jetzt hier in Arizona, also die Landschaft sieht schon deutlich anders aus. Sieht alles ein bisschen grünlicher aus, das hier ist die Rasentextur sozusagen in der Wüste, wenn man das so sagen kann. Also der Schlamm laut dem offiziellen Spiel. Finde ich aber nicht schlecht, dass es so ein bisschen grünlicher ist. Aber ich zeige euch jetzt auch mal schnell die anderen Texturen noch. Da haben wir einmal hier so den ersten Fels. Dann haben wir hier Sand. Das ist sehr, sehr heller Sand. Dann haben wir den Dirtboden, den wir, glaube ich, auch drüben hatten. Sieht zumindest sehr identisch aus. Dann haben wir nochmal Fels. Ein wenig heller. Ja, der ist auch wieder so ein bisschen kleinere Steine so mit drin. Und hier ist so ein bisschen glatter der Fels. Wahrscheinlich dann eher für so eine Klippe. Und dann haben wir nochmal so einen, ja, sehr welligen Sand, sage ich mal. Das sind auch schicke Texturen. Ja, und hier ist es dann natürlich auch wieder wichtig, dass man die Texturen miteinander vermengt so ein bisschen, damit das ein cooles Bild ergibt. Also, dass man dann hier die Intensität ein bisschen runterstellt, das Grün da so ein bisschen reinarbeitet. Und vielleicht nochmal ein bisschen Fels dazwischen drin. Aber das kennt ihr ja schon. Wenn man das so ein bisschen vermengt und vermixt, dann sieht es immer am natürlichsten aus. Jetzt auf die Schnelle nicht so leicht zu machen, aber ich glaube, man sieht schon ganz gut. Sind auf jeden Fall schicke Texturen. Und man kann das dann natürlich auch noch kombinieren mit Kakteen und sowas. Und auch die Wüstenfelsen wurden farblich angepasst an die neue Textur. Damit die sich hier schön ins Bild fügen. Das kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wenn ich das hier mal so reinplatziere. Also die passen da wirklich farblich perfekt zu. Geht perfekt ineinander über. Aber auch die Form ist hier gleich geblieben. Ich kann ja nochmal eben einmal alle platzieren. Ja, das ist die gleiche Form, die wir vorher auch im Spiel hatten. Wurde halt nur farblich angepasst. Und das war die neue Realistic Texture Mod für Jurassic World Evolution 2. Ich verlinke euch die natürlich unten in der Videobeschreibung, wenn ihr die auch mal ausprobieren wollt. Ich finde persönlich die Mod sehr, sehr schick und die bringt echt frischen Wind mal wieder in das Spiel. Sieht alles so ein bisschen anders aus. Ich würde mich jetzt noch sehr über ein Like von euch freuen. Das würde mich sehr unterstützen. Und ein Kommentar wäre auch nett. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.